Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls Teil 5 Skyrim. Wir haben in der letzten Folge einen Säbelzahntiger erlegt, mit Bravour, möchte ich sagen. Also er hatte wirklich nicht den Hauch einer Chance. Genauso wie der alte Ork, der wirklich nicht den Hauch einer Chance hatte. Ich bin wirklich immer noch sehr beeindruckt, wie skillig ich das gemacht habe. Und werden jetzt zurück nach Weißlauf gehen und da mal mit Ayla sprechen, denn der haben wir ja, oder ihr haben wir ja die Quests zu verdanken. Und genau, dann mal schauen, was es sonst noch so zu erledigen gibt in und um Weißlauf. Und ja, schauen, was wir sonst so für Quests machen können. Wenn euch gefällt, was ich tue, dann lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr den mögt. Und dann sehen wir uns hoffentlich öfter. Würde mich freuen. Ich laufe mal eben davon. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Das muss jetzt echt nicht sein. Dann ist er. Ja. Ja, also das ist der Grund, warum es hier auch irgendwann immer unsicherer wird. Ich muss jetzt gerade mal gucken, dass ich jetzt hier nicht irgendwo falsch langlaufe. Hier ist Helgen. Ja, aber wir müssen ja, glaube ich, lang, ne? Wir müssen ja auch wieder durch Helgen zurück. Ja, das wird jetzt also immer mal wieder auftauchen. Oder es wird jetzt immer wieder vorkommen, dass hier die Drachen auftauchen und uns unser Leben schwer machen. Aber das dürfte eigentlich jetzt noch nicht so oft vorkommen, weil die, glaube ich, erst ab einer bestimmten Zeit oder erst ab einem bestimmten Zeitpunkt wirklich richtig häufig auftauchen. Und ja, dann wird es ja auch, wie gesagt, ziemlich ungemütlich. Soll uns aber jetzt erstmal nicht stören. Na, guck mal, hier gibt es noch irgendwas zu nehmen. Ja, ich habe mich ziemlich erschrocken. Ich habe gedacht, wir hätten ihn auf jeden Fall schon mal abgehängt, aber anscheinend ist er etwas hartnäckiger. Hier ist ein Schild einfach mal so. Haben wir schon alles geklaut. Naja, ja, also wir werden das erstmal später machen. Und hoffe, dass sie nicht allzu oft vorkommen werden. Ich weiß aber nicht, ob das inzwischen irgendwie nach Level gesteuert ist, weil es ist schon merkwürdig oder das ist schon bezeichnend, dass sie jetzt ab Stufe 10 irgendwie auftauchen. Nee, ach komm. Feuersalz, den nehmen wir mit. Aber ich bin jetzt auch gerade ein bisschen falsch unterwegs, merke ich, ne? Oder? Hier geht's lang irgendwo.
Ist doch irgendwo rechts ab, oder nicht? Bin ich jetzt bescheuert? Hier ging es doch irgendwo. Ich bin maximalst irritiert, weil das hier ist doch jetzt Dungeon. Dann geht es doch irgendwie zu einem... Das ist nicht der Weg, den ich gekommen bin. Definitiv nicht. Naja, vielleicht ist es ja doch der Weg. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, nein. Nein, es ist definitiv nicht... einfach mal jetzt hier ein bisschen querfeld ein. Guck mal, ob ich es überlebe, aber ich eigentlich schon. Eigentlich dürfte es nichts machen. Hier ist auf jeden Fall ein Weg. So, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Irgendwo bin ich da anscheinend falsch abgebogen. Also, dann sind wir jetzt auf dem Weg Richtung Flusswald. Und dann machen wir uns auf den Weg Richtung Weißlauf. Ich grüße euch, Gefährte. Gefährte, sagt er. Ja, ist jetzt auf jeden Fall wieder ein etwas längerer Weg zu gehen. Von Falkenring zurück nach Weißlauf. Hab ich da gerade Wölfe gehört? Mir war, als hätte ich Wölfe gehört. Wie auch immer, ist auf jeden Fall ein etwas weiterer Weg jetzt Richtung Weißlauf gewesen. Und das ist jetzt so mal so der Eindruck, wie es halt ist, wenn man viel selbst unterwegs ist. Und müsstet ihr jetzt mal hier wissen. Da, Reisender, hier drüben. Das ist nah genug, Schwachkopf. Jetzt werdet ihr sterben. So, Granatstein. Ja, diese Vampire, die mich unterbrechen, also. Mann. Obwohl, Moment mal. Der Veränderung nehme ich mit. Was hast du? Der Wiederherstellung nehme ich mit. Nehme ich mit. Hast du noch irgendwas? Nehme ich mit. So. Also, ich würde euch überlassen. Wenn ihr wollt, dass ich hier weiter diese Wege gehe, dann mache ich natürlich genau das, was euch da am besten passt. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, hier zwischendurch mal die ein oder andere Schnellreise hinzulegen oder auch vielleicht einen Mix daraus zu machen. Ja, also nach wie vor gilt für mich, ich liebe es hier, diese wundervolle Umgebung zu erkundschaften und zu sehen. Da gehe ich voll drin auf. Aber der Weg jetzt, der war natürlich auch schon ziemlich lang. Und es gibt natürlich auch immer wieder Gefahren, die einen da die einen da rausreißen können. Von daher, ja, müsst ihr sagen. Wenn es euch egal ist, dann werde ich das wahrscheinlich immer mal wieder so in einem Mix machen. Also mal Schnellreise und mal einfach direkt dahin gehen. Je nachdem, auch vielleicht, wie weit die Reise ist.
So, dann sind wir jetzt auch schon fast da. So, dann schauen wir mal. Haben wir es also geschafft? Sind wir wieder im Trautenheim? Ich würde sagen, dann gehen wir auch direkt mal eine Runde schlafen. Ja. Bisschen geht. Ach, das ist also ihr Zimmer. Ja, witzig, ne? Was die jungen Leute heute so für Vorlieben haben. Was haben wir denn da alles? Lynka, tropische Legenden von Himmelsrand. Ach ja, genau. Lydia ist auch wieder da. Die kann auch durchaus mal mitkommen dann gleich. Aber toll, dass sie hier so sitzt und wartet. Langes Leben euch, Tane. Ja. Dann einmal schlafen. Machen wir mal so. Was benötigt ihr, mein Tag? Ich bin euer Schwert und euer Schiff. Geht voran. So, dann kann sie jetzt auch gerne wieder mitkommen. Jetzt lang genug hier gewartet. Und dann, ja, was können wir als nächstes machen? Schon mal gerade. Gallenschluchtmine. Finde die Rotwardonin. Untersucht die Ritualstätte. Tja. Das ist jetzt die nächste Quest, die wir haben. Ja, das. Lass uns das doch machen. Lass uns das doch machen. Dann gehen wir jetzt erstmal. Da müssen wir ja hin, nach Ustengraf. Und dann lass uns doch hier erstmal so Richtung Rorikstad gehen. Dann könnten wir auch. Oh, was haben wir denn hier? Hendraheim. Dann könnten wir auch vielleicht einen kurzen Abstecher hierhin machen. Wenn wir eh schon dahin unterwegs sind. Lass uns das auch so machen. Ich guck mal gerade, was mein Inventar so sagt. 196, da könnte ich noch ein bisschen was machen. Wie viel haben wir denn? 8:43 Uhr. Oh, was ist passiert? Willkommen in... Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Okay, dann verkaufen wir mal. Was haben wir denn da? Die kann weg. Das war's, ne? Pfeil, alles Pfeile. Und ein Bogen. Also sieht eigentlich ganz gut aus. Die können weg. Die könnte ich eigentlich immer noch mal anziehen. Und die können weg. Sonstiges. Oh ja, das könnte ich noch machen. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Das könnte ich nochmal machen. Und dann könnte ich eigentlich nochmal gucken, wieso denn mein Skillbaum so aussieht. Denn Verzauberung, das wäre eigentlich nochmal ganz interessant. Neue Verzauberungen sind 20% wirkungsvoller. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Seelensteine enthalten zusätzliche Magika zum Haufen. Also, das ist auf jeden Fall mit Schmiedekunst eines der Dinge, die ich als erstes mit nach oben bringen will. Abseits der, ich sag mal, alltäglichen Dinge, die ich brauche, wie einhändig, wie Rüstung, leichte Rüstung. Genau. Kann Stahlrüstungen und Waffen in Schmieden herstellen und doppelt so effektiv machen.
Ja, also ich habe bisher, glaube ich, keinen Punkt mehr offen, deswegen ist es jetzt eh müßig, drüber nachzudenken. Ich würde aber jetzt gerade nochmal eben zum Händler gehen, zum Gemischtwarenhändler. Fühlt ihr euch krank? Und da nochmal den ganzen Seht Schmuck euch nur loswerden. gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich eine Schwester... Werft einen Blick darauf. Okay, was haben wir denn da? Also, wir können ja nochmal nach den ganzen Waffen hier gucken, die wir noch haben. Da haben wir nämlich noch den Stab der Raserei. Oh, der hat kein Gold. Bitte kommt wieder. Hat er nicht. Hat er nicht, hat er nicht. Okay. Dann glaube ich, sind wir jetzt aber auch gerade wieder so leer. 164 von 320, ja. Dass wir vielleicht noch woanders verkaufen können. Ihr da, die Dämmerwacht sucht nach Leuten, die gegen die wachsende Vampirgefahr ankämpfen. Seid ihr dabei? Was ist die Dämmerwacht? Wir sind Vampirjäger. Wir suchen und vernichten diesen blutsaugenden Abschaum, wo immer wir ihn finden. Ich habe nichts von einer Vampirbedrohung gemerkt. Hab ich nicht. Vampire töten? Wo kann ich unterschreiben? Ha, ihr werdet Isran gefallen. Geht zur Festung Dämmerwacht, südöstlich von Riftorn, und sprecht mit ihm. Er wird entscheiden, ob ihr das Zeug dazu habt, der Dämmerwacht beizutreten. Ja, das ist also eines der DLC, die wir machen können. Die werde ich, glaube ich, weiter hinten anstellen. Prinzipiell finde ich es ganz cool, wie es aufgebaut ist, dass man eigentlich nicht merkt, dass es ein DLC ist, sondern es ist eigentlich eine ganz normale Sidequest-Reihe, wie die Gefährten auch. Von daher könnte man das jetzt auch zwischenschieben. Aber ich glaube, ich werde es entweder hinten anstellen, also ich werde es auf jeden Fall weiter nach hinten verschieben. Genauso wie die ganzen anderen DLC auch. So. Dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt einmal rechts rum und machen uns auf den Weg nach Rorikstadt. Können wir so ein bisschen Gas geben. Wieder patrouilliert. Ja, müssen wir mal schauen, wie weit wir heute kommen. Ich versuche heute noch so viele Städte wie möglich zu entdecken, vor allen Dingen im Nordosten. Anfangen würde ich mit nicht mit Markert, sondern mit Mortal. Und schauen, ob wir dann auch vielleicht nach Dämmerstern kommen. Und Einsamkeit müssen wir sehen, obwohl Einsamkeit eigentlich schon ziemlich lukrativ ist, weil Einsamkeit ist ja eigentlich eine ganz, ganz coole, eine ganz schöne Stadt eigentlich. Müssen wir mal schauen. Es wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache. Befreie die Elytra-Nymphe. Das hört sich auch wieder so schwierig an.
So, Wolfspelz natürlich, nehmen wir mit. Und ja, müssen wir mal schauen. Also, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, jetzt irgendwann in nächster Zeit dann die Rüstung nochmal voranzutreiben und ein bisschen Rüstung zu farmen. Einfach aus dem Grund, dass wir ein bisschen besser werden in Schmiedekunst und ein bisschen mehr Skill entwickeln können. Und dann können wir auch die Rüstung, die wir dann haben, auch mit verzaubern. Ich glaube, Sehnsteine haben wir genug. Und könnten dann und könnten natürlich die Sachen, die wir dann hergestellt haben, auch teurer verkaufen. Das ist aber jetzt noch nicht die Mine, wo wir hin müssen, ne? Oh Gott, nee, bei weitem noch nicht. Bei weitem noch nicht. Also wir sind auf jeden Fall noch eine ganze Reihe unterwegs. So, ich glaube, hier geht es jetzt nach. Hier könnte es jetzt nach Falkenring gehen, oder? Ne, nach Rifton geht es hier. Das ist schon merkwürdig, oder? Dass es hier dahin geht. Rifton und Hell gehen. Naja, gut. Och nö. Och nö. Ich fühle mich nicht. Och nö! Ich fühle mich nicht bereit. Na, vielleicht wird es zu zweit ein bisschen einfacher. Du machst das hier mit One-Hit, oder wie? Was ist denn los? Nicht so schlecht. Vielleicht muss ich mir einfach eine neue Waffe herstellen. Das geht so nicht. Schaden 13. Habe ich vielleicht irgendwie wieder so eine Krankheit oder so, die mir hier irgendwie die Effekte raubt? Waffenfertigkeit verringert. Nahkampfschaden sind 25% weniger effektiv. Wo kommt denn das her? Zaubertränke. Krankheitsheilung. So, müsste jetzt eigentlich wieder weg sein. Ich nehme jetzt auch mehr Schaden wieder. Entschuldigung, wenn ich da jetzt mal so ein bisschen hin und her grätsche, aber 17 Schaden. Merkwürdig. Da muss ich definitiv außen rumlaufen, weil für den bin ich definitiv noch nicht bereit. Aber was mich jetzt wundert, ich bin jetzt hier schon wieder außen rum, ne? Also ich komme jetzt hier nicht wieder zur Gallenschluchtmine zurück. Da hätte ich vielleicht Richtung Rifton gehen müssen. Naja gut, dann müssen wir das irgendwie beim nächsten Mal machen. Auf dem Rückweg oder so. Ja. Da müssen wir uns dann wirklich vielleicht mal irgendwo hin teleportieren und dann schauen, dass wir da irgendwie gut hinkommen. Oh, ist das, sehe ich da einen Grafikfehler? Ah, noch nicht gerendert, das scheint.
Ich bin unterwegs nach Windhelm, um mich den Sturmmänteln anzuschließen. Ulfric hat recht. Ja, jetzt kann ich mich auch noch tatsächlich entscheiden, was ich gerne machen möchte. Also ich kann mir jetzt auch noch tatsächlich nach Windhelm gehen und mich dem Sturmmäntel-Aufstand anschließen. Möchte ich aber nicht. Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Geht heim zu eurer Mutter. Freak. Oder später werde ich sie eh machen müssen, deswegen kill ich sie einfach jetzt schon. Okay. Bogen regelt. Laufen wir einfach weiter. Ich glaube, dann kommt ja auch schon direkt jetzt Rorikstadt. Dauert auf jeden Fall nicht mehr lange. Da ist es auch schon. So, haben wir das auch schon entdeckt. Vielleicht kann ich ja hier irgendwie was verkaufen. Das ist, glaube ich, zur Frostfurcht war das, ne? Frostfrucht, zur Frostfrucht war das. Bin mir aber nicht sicher. Ne, ich glaube, ich mache das bei einem der größeren Dörfer. Ich glaube, da kann man die besser verkaufen, weil es da auch Schmiede gibt. Wenn ihr daran denkt, euch als Bauer niederzulassen, seid ihr hier am richtigen Ort. Können wir mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall weiter auf dem richtigen Weg. Was ziehst du? Ah, man merkt jetzt schon, das geht viel besser. So gesund sieht das schon echt. Gold, Pfeile, nehmen wir mit. So, Amethyst nehmen wir mit. Gekochtes Rindfleisch. Joa. Pfeile. Alles nehmen wir mit. Haben wir denn jetzt da sonst noch irgendwen? Ich glaube, das war's, ne?
macht sie da oben? Wir haben noch eine Schatztruhe. 39 Gold. Na gut, gehen wir mal weiter. Nach Markart geht's hier, das ist richtig. Ja. Eigentlich müsste es ja auch nach Einsamkeit gehen. Okay, geradeaus und links geht's nach Markart. Die brauchen wir jetzt nicht. Hoffe ich, glaube ich. Ich werde die Wolfspelze wahrscheinlich, also zu Lederverarbeiten kann ich sie ja alle mal. Aber zu Lederstreifen werde ich sie, glaube ich, nur nach Bedarf. Ja, verarbeiten. Ach, guck mal, hier müssen wir jetzt wahrscheinlich auch nochmal aufräumen. Ja, witzig. Ja gut, dann müssen wir da auch räumen. Räuberschlucht. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. In Ordnung, kein Schritt weiter. Ihr wisst ja, wie das hier läuft. Der Wegezoll beträgt 100 Goldstücke. Hab euch. Nein, ich werde einen anderen Weg finden. In der Gegend hier? Viel Glück. Aber lasst euch hier bloß nicht mehr blicken. Ist das aber eine Überraschung? Hier. Und ihr, ihr seid hier gewachsen? Irgendwo muss es hier hochgehen. Jetzt reicht es. Ist das schon alles? Ja! Das war schon alles? Wirklich? Gold, Beil, nehmen wir alles mit. Okay. Ich sehe denn nicht looten. Jetzt kann ich sie looten. Nee, das machen wir nicht. Sonst noch jemand hier? Braucht sonst noch jemand irgendwie was? Ich glaube, hier vorne geht es nochmal irgendwo richtig rein in die... Oder bin ich jetzt hier schon drin? Also irgendwie fehlt mir auf jeden Fall noch der Anführer vom Laden. Oder geht's hier rein? Ach so, hier, guck mal. Ist das alles, was ihr könnt? Ich kann euch nicht besiegen. Ja, sehe ich auch so. Gut. Was hat er so? Gold. Ja, sonst eigentlich nichts, glaube ich. So. Sieht okay aus. Mir fehlt immer noch der Anführer oder die Anführerin von dem Laden. Ist da jemand? Ach hier, guck mal. Das ist der Anführer. Ich hab genug von euch. Nein, ich bin jetzt nicht gestorben. Oh Gott. Eieiei. Okay, wir machen es wie folgt. Ich werde definitiv öfter speichern.
und werde jetzt einen anderen Weg gehen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hier direkt, aber das sieht auch irgendwie so ein bisschen schwierig aus, hier direkt rüber zu gehen nach Mortal. Ja, also wir werden da jetzt nochmal hinreisen, aber auf etwas schnelleren Füßen. Also ich muss definitiv lernen, öfter zwischenzuspeichern. Ich bin es ehrlich gesagt auch irgendwie gewöhnt von anderen Spielen, die jetzt halt ein bisschen neuer sind, dass man regelmäßig speichern kann. Das ist, glaube ich, hier jetzt auch nicht so wirklich ein Problem, weil man ja auch relativ häufig die Location wechselt. Mal geht man ins Haus rein, mal verlässt man eine Stadt oder so. Ich glaube, das war jetzt hier relativ ungünstig, weil ich ja einfach schon länger unterwegs war. Kann mich denn vielleicht nicht erstmal so auf direkterem Wege nach Rorikstadt? Bringt uns ja eigentlich nichts, ne? Rorikstadt bringt uns ja erstmal nichts. Mühewacht. Wir können ja mal versuchen, hier schnell hinzureisen. Vielleicht geht's darüber ein bisschen besser. Dann nehmen wir hier nochmal die Markierung rein. Und hier haben wir ja auch direkt einen Weg, aber der führt. Na, der führt auch schon wieder irgendwo hin, wo ich nicht hin will. Okay. Und dann gehen wir mal außen rum. Also irgendwo muss es ja hier. Hier muss es ja auch über einen Berg gehen. Aber ich weiß halt nicht, was da alles noch ist. Es kann auch sein, dass da, weiß nicht, irgendwie ein Drachenhort oder so ist. Das wäre dann auch schon wieder. Das hört sich ebenfalls nicht gut an. Ach, der ist das. Okay. Ja, ich bin ein bisschen. Werde ich jetzt aber definitiv mal auf die Flucht gehen. Ich würde jetzt gerade noch mal eben schauen, weil ich glaube nämlich, dass ich die Krankheit immer noch habe, die, genau, Waffenfertigkeit verringert. Das muss ich auf jeden Fall noch einmal loswerden. Sonst sehe ich hier, glaube ich, kein Land. Falsche Sparte, Zaubertränke, Krankheitsheilung. Ja, das ist halt eben das Schwierige, wenn man jetzt abseits des Weges unterwegs ist, dann findet man eben auch relativ häufig. Eisen. Nein, findet man noch relativ häufig Gegner, die einem vielleicht noch nicht so gewachsen sind. Oder denen ich noch nicht so gewachsen bin. Ich jetzt hier hin. Ich sehe natürlich in die falsche Richtung, ne? Da muss ich eigentlich lang.
Noch jemand? So, da muss ich hin. Aber das sieht jetzt schon so aus, als käme ich da nicht so leicht rüber. Da hinten ist wieder ein Riesenlager. Da muss man wieder vorsichtig sein. So, die Wölfe, glaube ich, die kriege ich hin. Die sind schwach genug. So, mal schauen, ob das jetzt besser klappt. Ich ich speichere mal öfter schnell. Okay, ich glaube, so langsam kommen wir jetzt auch über die oder an den Bergen vorbei. Das wäre schon mal ziemlich wichtig. Dann sind wir auch schon fast. Passt da. Orotime. Das sieht nicht einladend aus hier. Wenn ich das mal so sagen darf. Och nein! Ach ja. Ach ja. Ich glaube, ich brauche eine bessere Waffe und eine bessere Rüstung. Zaubertränke, Stärke, ja, nee. Was haben wir denn? Der kleinen Heilung. So. Ja, wenn man also nicht unbedingt krank ist, dann geht das auch eigentlich. Ja gut, ein paar Tränke mussten es halt sein, aber oh. Ob man hier weiterkommt? Ja doch, sieht ganz gut aus. So, sieht man es denn hier schon irgendwo? Mortal. Nee, sieht man nicht. Ist also noch ein Stückchen. Ach da. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Obwohl ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher bin, ob ich da überhaupt hin muss. Ja, nee, muss ich nicht. Muss ich nicht. Kann eigentlich auf der Seite bleiben hier. Ah ja, okay.
Gut. Och nö. Oder ist das Lydia? Das ist Lydia, ne? Lydia ist untergegangen anscheinend. Witzig. Naja, wir lassen sie mal. Das Mordteil. Und hier ist auch der Weg, glaube ich. Und ich glaube, hier hinter diesem Abhang müsste es eigentlich auch schon liegen. Ja, da sahen wir es doch. Ja, und so geht eine längere, aber etwas heikle Reise dann zu Ende. Ich hätte mir durchaus mehr gewünscht, dass wir noch mehr schaffen. Aber ist nicht weiter schlimm. Das passiert halt normal. Und ja, müssen wir mal schauen. Also, mir ging es ja eigentlich jetzt nur darum, Mortal zu entdecken. Und hier ist ja dann auch schon Ustengraf, wo wir eigentlich hin müssen. Und Einsamkeit, das wäre halt auch noch auf meiner Rechnung, dass wir das einmal besuchen. Aber fürs Erste, glaube ich, gebe ich mich mit Mortal zufrieden und dann können wir Richtung Ustengrab reisen. Ja, also Minimalziel erreicht, leider mit dem Tod dabei. Ich habe das jetzt mal nicht rausgeschnitten, weil, ja, werde ich in Zukunft wohl machen. Aber jetzt gerade, ja, wollte ich euch das einfach nicht vorenthalten, wie ich ein bisschen faile. Wir müssen auf jeden Fall an unserer Rüstung arbeiten und an unserer Waffe arbeiten. Wir müssen ein bisschen stärker werden, glaube ich. Kümmern wir uns drum in den nächsten Parts. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, auch wenn ich gefailt habe. Und dann sehen wir uns zum nächsten Part wieder, wenn ihr denn mögt. Lasst ein Abo da, wenn ihr mögt und Daumen hoch nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.